Hallo, willkommen zu dem neuen Live-Spiel. Ich habe eben eine Diskussion ein bisschen mitverfolgt im Discord und also Mechavellum-Discord. Und einer meinte, dass wenn man Heavy Armor nimmt, dass die Arclights nicht mehr in die Crawler one-shotten. Mal gucken, ob das wirklich so ist. Das ist nicht nur immer die Schadens- und Lebenspunkte die Frage, sondern auch, wie der Flächenschaden wirklich funktioniert, ne? Den nehmen wir, glaube ich, nicht 100% Flächenschaden an den Rändern. Einfach mal, wenn jetzt Heavy Armor ist, versuche ich das auf jeden Fall ein bisschen mehr zu machen, dass ich einfach ein bisschen Spam abziehe mit Fangs, mit Crawler. Mal gucken, was die aushalten. Kann man nur hoffen, dass er nicht einen Flammenwerfer dann auspackt, der Gegner oder die Panzer. Einfach mal sehen, ob wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Beim Heavy Armor, also ich habe eigentlich noch keinen Nutzen dafür gefunden, aber vielleicht ist ja der Crawler wirklich einer, wenn der Gegner Arclights hat. Leider nicht im Angebot. Ja, Fangspam habe ich gar keinen Bock drauf. Gar keinen. Da macht man das auch nicht. Das ist so unglaublich öde Fangspam. Cost Control. Also ein bisschen Flammenwerfergelände, ne? Wie weit da hinten die stehen, desto glücklicher bin ich in aller Regel. Aber man muss sie, glaube ich, schon auf diese Höhe mal stellen. Dann können wir die Marksmann dann hier hinpacken gleich. Ja, Kleinvieh dagegen. Wenn dann Fangs, dann müssen sie nicht einfach in ihren Tod laufen. Dann haben wir die auch schon mal. Ah ja, Steelballrush. Also heute, glaube ich, ist mir dreimal begegnet. Gestern ist mir zweimal begegnet. Also ich hatte das Gefühl, dass die ganze letzte Woche sonst, dass keiner mehr gespielt hat. War vielleicht nur eine Wochen-Momentaufnahme. Im Moment wird das so unglaublich hardcore gespammt. Oder die Wochenendspieler sind jetzt da und haben nicht mitbekommen, dass aus der Meta rausgefallen ist. Ja, mal gucken. Das Problem ist halt, dass ich auch mich erst wieder daran gewöhnen muss, was die Konter dafür waren. Also von, ich glaube, waren das jetzt 4 Spiele, wo ich dagegen gemacht habe, habe ich, glaube ich, 3 gewonnen und 1 verloren. Von da ging das jetzt ein bisschen. Aber ich bin noch nicht sicher, was die beste Konter war. Hängt natürlich auch ein bisschen von dem Bau des Gegners immer ab. Aber die Fangs vertikal da reinstellen war, glaube ich, immer gut gewesen. Man konnte es auch mit Panzern machen, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn wir ein bisschen Zeit im Headquarter gewinnen. Lebenspunkte kaufe ich sicher nicht nochmal fürs Headquarter. Das war ja geträumt da beim letzten Mal ausprobieren. Im Moment überlege ich, ob nicht auch einfach Fang-Spam funktioniert. Aber ich bin ja Giant, also ich würde das jetzt mit Giants am besten lösen, um das auszuspielen. Vulken mit Schaden und dann Gogo. Genau. Vulken mit Schaden. Habe ich natürlich kein Geld für, aber da soll die Reise hingehen. Und dann hält er die ganze Zeit da rein und tötet die alle gleichzeitig. Soweit die Theorie. So, bis wir das dann haben. Wurde ja nur auf der einen Seite rusht. Ne? Ich könnte jetzt auch hier den verkaufen und dann kann ich mir den Vulken holen. Der Ball ist ein bisschen problematisch. Wir fangen erstmal von der rechten Seite an. Und dann tun wir uns von rechts nach links durchballern. Flächenschaden. Und jetzt reinhalten. Naja, müssen wir gleich noch den da ausgeben. Das geht dann über Schaden bei dem jetzt, nicht über Reichweite. Er holt jetzt ein Steelball nach dem anderen weg. Und weiter geht das Spielchen. Und die nächste Reihe. Und den nächsten. Und jetzt den Block bitte. Ich glaube, Vulken war die richtige Entscheidung gewesen. Klar, der hat das 100%-Item, das hat sicher geholfen, ne? Aber irgendwas muss man ja haben. Und wenn es nur Glück ist. Gegner hat auch 100%. Feuerchen für alle. Der Enhanced, der kann sich später lohnen.
Eine Runde alles flambieren, ist aber glaube ich auch okay. Statt eine Runde umsonst gewinnen. Das kann man schon nehmen. Das ist 250, ne? Panzerplatte. Ist sicher eine gute Antwort, aber ne, mit der Kombination gehe ich trotzdem durch die Panzerplatten durch. Ihnen ist es ein bisschen schwieriger. Aber solange ich den Levelvorteil erhalte, müssten die eigentlich alle flambiert werden. Und sieht nicht so aus, ob er aufleveln würde. Das wird, glaube ich, ein sehr kurzer Seaborne Rush, wenn das so weitergeht. Und dann noch weiter den Schaden erhöhen, ne? Dass wir wirklich immer da drin bleiben. Also 500, da kann er mit seinen 60 weniger Schaden nach Hause gehen. Das hat, glaube ich, gar keine Relevanz. Das läuft ganz gut. Jetzt können wir ihn, glaube ich, noch da oben ein bisschen ärgern mit einer extra Flanke. Damit die durchgeht, muss das, glaube ich, so einer sein. Kann die ja dann verkaufen. Ich habe ja den Verkaufsknopf, ne? Du kriegst den Satellit ja eher. Dann kannst du auch den geraden Weg laufen. Dann geht er schneller. Ansonsten. Vielleicht nochmal andere Giants dazu packen. Jetzt erstmal Modelltanks noch dabei holen. Einfach davor stellen. Und dann geht's weiter. Und den Schaden nochmal erhöhen. Mit Kredit eingekauft. Man merkt ein bisschen die Unruhe. Ja, das Headquarter hat jetzt eine Lücke hier. Mal sehen. Das könnte jetzt zu viel sein. Alle gepanzerte Steve von allen Seiten. Ich war doch nicht zu viel. Von den Flammenwerfer reingehalten. Die beiden dicken Brüderchen hier, die haben es aber drauf. Ich meine, mit den Items war sicher auch glücklich, aber es ist halt, er kommt auf einen zugelaufen und ich habe den dickeren Flammenwerfer. So, ich bin oben noch am Hacken. Also, Wolken ist auf jeden Fall eine witzige Sache mit Scourge irgendwie wird das ausgesprochen. Genau, Scourging Flames. Ja, das ist natürlich auch nice. Da kann ich mir die Dings ausmachen, die Panzerung, ne, wenn ich das richtig sehe. Das versuche ich irgendwie ranzukriegen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch einen Flammenwerfer und der schaltet dann eben mit dem Flammenstoß die Panzerung aus. Und den holen wir dann aber auch direkt auf Elite, damit er direkt von der Basis Schaden macht, ne? Genau, und dann reicht man das einfach jetzt von rechts nach links durch. Hier die Lücke, die wollen wir vielleicht nochmal lösen. Ja, der oben muss er jetzt einen Steeball hinpacken, der wird dann hier rechts wahrscheinlich durchlaufen, ne? Ja. Ich lasse trotzdem erstmal da stehen, vielleicht macht das ja nicht. Er weiß ja, dass ich einen Verkaufsknopf habe. So, ein Elite-Freund. Hier oben werden ein paar überleben, vermute ich. Ist die Frage mal, wo er einschlägt, ne? Aber wenn er da oben einschlägt, sollten da hinten nur sogar eine ganze Reihe überleben. Der macht eigentlich gar nichts, ne? Jetzt hier holen für den Heal. Also der wird ja deaktiviert, der Heal und die Panzerplatte. Aber es ist ein bisschen viel. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel. Die sind schon noch tot, die Dinger. Aber offensichtlich, ne? Das Headquarter auch weg. Defense. Ich glaube nicht, dass die Tankin jetzt viel macht. Ich habe lieber mehr Viecher auf dem Feld jetzt.
Also das da oben kann man ja schon wieder einsparen. Jetzt laufen die zwar hier runter, aber dann muss man sich gleich drum kümmern. Mehr Umf auf jeden Fall. Wenn die haben jetzt hier Level, ne? Also ich könnte jetzt das nochmal ausgeben, dann habe ich ein paar Marksmen dahinter stehen, die noch mitballern. Aber ist das wirklich die Lösung? Also es wäre nicht das Verkehrteste, aber ich brauche noch ein bisschen mehr. Also die hat ja nichts, was in die Frontline geht. Ne? Die sterben ja sofort. Also ich versuche das jetzt eher hier drüber. Und dann werden die direkt in ihre Einzelteile gepuncht. Das ist so die Idee. Das Kleinvieh muss halt vorher sterben. Wo man jetzt die Lippen abfangen kann, in jede Runde da schmeißt. Ich kann nochmal hier unten ein Schild setzen gegen die Satelliten. So. Ja, hier rechts ist jetzt ein bisschen dünn, ne? Wegen diesem einen, der da kütt, aber der läuft doch jetzt gerade gegen den Dings hier. Und sonst machen wir nochmal einen dahin. Der gut zugelangt. Ja, der wird nicht mehr gewonnen von dem 15K-Schuss, ne? Also er hat ein bisschen viel Leben. Vielleicht ein EMS gleich mal vergeben. Schießt er auf den leider. Auf den zweiten, ich davor stelle. Das Headquarter mitten im Kampf stirbt, ist durchaus als problematisch anzusehen, denke ich. Also im Moment überlege ich einfach noch mehr Fortresse dahin zu stellen. Nano Repair, das Smoke Bomb. Dass sie noch näher ranfahren müssen. Ja. Die Barrier, da kann man nicht so viel falsch machen. Genau, das packen wir jetzt einfach mal dazu. Können das Kleinvieh zumindest hier unten alles töten? Das kann er ja nicht schilden. Das ist schon mal gut, wenn das alles weg ist. Wie weit fahrt ihr da rein? Bleiben eigentlich direkt stehen, ne? Okay. Ja gut, den gebe ich jetzt vielleicht. Ist die Frage, ob dieser eine jetzt noch viel ausmacht, aber es gegen die Dinger gar nicht schlecht und es kostet nur 350. Und dann eben jetzt die Handschuhleute vergeben. Die dann einfach nochmal alles extra wegpunchen, wenn das da reinkommt. Gucken, was wir denen sogar das tanken, ein paar Schüsse. Der hat auch einen Satellit da gesetzt, okay. Die Welt ist klein. Okay. Den haben wir schon. Kann ich nochmal klicken? Vielleicht vergisst du den ja da oben. Hat ihn vergessen, okay. Habe ich auch keine Zeit gehabt für nichts Neues. Satellit. Wird nicht reichen. Ja, das war jetzt ein bisschen unpraktisch hier, dass er jetzt das Headquarter gesniped hat. Die Handschuhe sind leider jetzt da oben und sie sind deaktiviert. Er hat irgendwo ein EMS, das habe ich gar nicht gesehen eben. Der ist deaktiviert. Nicht sicher, wer das war. Irgendeiner hat EMS von denen. Keine Ahnung, wer es war. Ich habe Headquarter. Die haben nur dreimal so lange gebraucht wie die frisch geporteten Dinger da unten. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Jetzt erstmal gucken, wer diesen M-Schuss da verteilt hat. Er hat halt hier Giant Hunter, dann hat unendlich Geld schon der Gegner. Der da oben hat das, okay.
Gut, das ist natürlich ärgerlich. Hätte ich eben sehen müssen. Hatte ich aber nicht gesehen. Ja, die haben alle kein Level. Ich habe gedacht, das ist cool, das kann ich einen aufleveln. Die haben alle kein Level gemacht. Man sieht halt, wie schlecht das mit denen läuft. Ultra, ultra, ultra schlecht. Das ist natürlich jetzt alles scheiße. Ja, Luftabwehr für die, die sind eigentlich nicht gut, aber ich habe sehr viele von denen und der kann ja jetzt unendlich viele irgendwo hinbringen. Ja, der kann porten. Und bevor ich jetzt eine neue Flugabwehr aufbaue, versuche ich das mit denen. Jetzt habe ich das Ding umsonst, leider. Das ist Dreck. Egal. Wo ich gar nichts mache. Ja, man weiß ja nicht, ob er da jetzt recht steht. Der mag mir jetzt eine Menge zu tun, auf jeden Fall. Eine ganze Menge zu tun. Kann ich den da runterziehen? Der zeigt das halt nie richtig an, ist das Problem, ne? Den Steeball darf ich halt nicht runterziehen. Leider nicht. 10 Sekunden noch Zeit. Einfach klicken. Ah, das wird das böse enden, also. Dass ich jetzt letzte Runde beenden müssen. Kommt auf der anderen Seite, das ist keine große Überraschung, ne? Ist ein absoluter Standard-Move, denke ich. Aber das hätte ich ja hinstellen sollen. Ich weiß ja nicht, wo es hinstellen soll. Hätte von überall kommen können. Ja, ne, der unten stirbt nicht mehr an den Raketen. Tatsächlich hat er null Schaden von den Raketen genommen. Von dem Punch. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe zwei Schüsse gesehen, die da reingegangen sind, aber er hat 100% Leben über. Ist das ein Bug? Also, wieso hat der 100% Leben über? Da sind zwei Schüsse reingegangen. Die Regeneration läuft ja nicht so schnell, ne? Also, der erste Schuss hätte den Lowlife machen müssen und der zweite vernichten müssen. Gibt es da irgendwie einen Bug mit der Panzerplatte eventuell? Muss ich mir mal im Replay angucken, was da los war. Warum der keinen Schaden genommen hat, gerade von den Treffern. So, hier ist nochmal die Szene. Ich habe gerade mal geladen für euch. Also jetzt nimmt der halt Schaden, er müsste der Handschuh rauskommen. Und die hatten, was ich eben gesehen habe, 100% Leben gehabt nach dem Schuss. Und die müssten halt, ne, 15.000 ist der Schuss. Genau. Also der Schuss ist 15.000. Das sieht man natürlich von der Farbe sehr gut. Alles klar. Ne, ist ein Bug, ne? Also der Schuss macht 15.000 Schaden. Der hat gerade zwei Schüsse abbekommen und der Ball hat 31.000 Schaden. Das heißt, der hätte jetzt eigentlich irgendwie hier links sein müssen, Regeneration oder irgendwas hin und her. Ups, wo ist er denn? Kann es nicht anklicken, aber das ist der Fortress-Dings. Aber der hat ja trotzdem mehr Leben hier vorne. Da ist der Ball, ne? Also das war ein Bug gewesen. Und aus irgendeinem Grund hat es nicht geklappt. Vielleicht hat er auf den Fußboden gefeuert oder was auch war. Die beiden Punches, die rauskamen, haben keinen Schaden an dem Steeball gemacht und hätten ihn eigentlich zugrunde richten können. Das ist natürlich eine Info, die gut zu wissen ist. Also ich weiß, dass man Steeballs damit trifft. Ich vermute aber mal, dass die Panzerplatte irgendwie einen Bug auslöst. Ich teste es mal gerade im Simulator. So, hier ist der Simulator. Einmal mit und einmal ohne. Hier ist ohne Panzerung und das einmal mit Panzerung. Hoffentlich stimmen die Level. Nee. Also er hat sie jetzt vernichtet, ne? Hier der Schuss funktioniert, hier hat er Schaden gemacht. Ihr könnt ja mal ins Kommentar schreiben, ob ihr seht, wo das Problem liegt. Also, es liegt nicht an der Panzerplatte irgendwie, aber er hat ja eben zweimal draufgeschossen und danach hat der Steeball immer noch 100% Leben gehabt. Also, da war da ja irgendwas im Argen gewesen. Ne? Ich habe das ja nicht eingebildet. Aber hier funktioniert es jetzt. Also, scheint kein genereller Bug zumindest zu sein. Also, ich kann mir nur erklären, dass der vielleicht irgendwie auf dem Boden gefeuert hatte und dass der keinen Splash-Schaden vielleicht mehr nimmt oder irgend so eine Kombination. Ja? Normal macht das ja richtig gut Splash-Schaden, das Ding, dass es vielleicht daher kommt. Das müsste man nochmal vielleicht genau untersuchen. Ich wüsste nur nicht, wie ich das jetzt genau replizieren soll. Ich weiß nur, dass der eben keinen Schaden gemacht hat. Was ja durchaus problematisch ist, weil ich ihn als Konter für diese Situation normal benutze. Na gut, vielleicht habt ihr was gesehen, was ich übersehen habe. Es wäre super, wenn ihr das unter das Video schreiben könntet. Ich bin weg. Ciao, ciao.